Dieter Bröers, Der verratene Himmel. Ich habe dieses Buch gelesen und versuche mal, Ihnen einen Eindruck zu schildern, wie es auf mich gewirkt hat. Dieter Bröers, ein Biophysiker, ein Mann der Wissenschaft, hat sich einem Thema angenähert, wo viele Menschen per se aussteigen. Es geht um die göttliche Allmacht in uns, die wir zunächst ab Zeugung alle zur Verfügung haben, die uns aber im Laufe des Lebens, der frühkindlichen Entwicklung abhanden kommt. Und Dieter Bröers versucht in seinem Buch aufzuzeigen, dass dies Methode hat, dass wir möglicherweise so programmiert worden sind, dass wir unser göttliches Selbst gar nicht bewusst entdecken und ein Dasein fristen, weit unterhalb unseres Potenzials. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch, obwohl ich mich wirklich ein bisschen durchkämpfen musste, nicht aus der Hand legen können. Dieter Bröers braucht ungefähr 100 Seiten, um wirklich die Katze aus dem Sack zu lassen, worum es ihm tatsächlich geht. Es ist aber sehr spannend. Und was für mich wirklich aufregend war, im Laufe des Buchs dämmerte mir, dass die Dinge, die ich als Jugendlicher schon bereits bei Erich von Däniken gelesen habe, hier von einem Wissenschaftler aufgegriffen und bestätigt worden sind. Dieter Bröers ist nicht alleine mit seiner Meinung. Er zitiert Wissenschaftler und namhafte Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wie zum Beispiel David Bohm oder Burkhard Heim, zitiert aber auch Carlos Castaneda und greift auf antike, vorbiblische Schriften zurück. Und ja, die Konsequenz dessen ist, wenn man es schafft zu verstehen, dass wir ein unglaubliches Potenzial alle zur Verfügung haben, das nur durch bestimmte Sabotageprogramme an der Entdeckung verhindert wurde, dann steigt man auch so ein bisschen aus diesem Spiel. Und Dieter Bröers schreibt auf seinen letzten Seiten, dass es ihm durchaus gelungen ist, quasi aus der Matrix auszusteigen. Und es ist auf jeden Fall ein Gedanke wert. Also ich kann Ihnen dieses Buch tatsächlich empfehlen, obwohl es nicht jedermanns Sache ist. Man braucht sehr viel Offenheit. Es liest sich auch nicht immer ganz leicht. Dieter Bröers ist nun mal mit akademischem Jargon vertraut. Ich habe mich ganz schön durchbeißen müssen, aber es lohnt sich auf jeden Fall.